heiße Esther Tollmatt, bin 61 Jahre alt, seit 22 Jahren verheiratet und habe drei tolle Jungs. Bin in einem sehr strengen christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war ein wichtiger Diener einer Gemeinde und da gab es sehr strenge Regeln. Alles Weltliche war verboten und ich hatte immer Angst, etwas Falsches zu tun, denn sonst käme ich in die Hölle. So wurde ich geprägt. Doch dann passierte etwas, was mein ganzes Leben aus den Bahnen warf. Mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Mich als 14-Jährige hat er benutzt. Die Welt brach für mich zusammen. Ich habe nichts mehr verstanden. Die ganze strenge Erziehung. Mein Vater sagte mir, vor der Ehe kein Sex, rein in die Ehe gehen, Gott gehorsam sein. Aber selbst lebte er nicht danach? Ich hasste Gott und meinen Vater. Ich war total verletzt. Trotzdem habe ich mich nach Liebe und Anerkennung gesehnt. Ich habe dann einen Mann kennengelernt, habe zwei Kinder bekommen, habe ihn geheiratet, aber ich konnte seine Nähe und seine Berührung nicht mehr ertragen und habe mich nach 5 Jahren wieder scheiden lassen. Nichts klappte in meinem Leben. Ich war total unglücklich, habe viel geraucht und ganz viel getrunken und hatte immer wieder Männerbekanntschaften und habe mich wieder getrennt. Ich war total unglücklich. Immer mal wieder trat Gott in meinem Leben, aber ich wollte seinen Reden nicht hören. Ich war noch so verletzt. Doch als ich mich mit 30 Jahren umbringen wollte, Tabletten geschluckt habe, da kam ich doch wieder zu mir und habe gemerkt, dass Jesus nicht wollte, dass ich sterbe. Ich bekam 3 Jahre später noch einen Sohn und habe ihn nochmal geheiratet und dachte, jetzt wird alles gut. Aber das habe ich auch nur gedacht. Nach 6 Jahren ließ ich mich wieder scheiden, weil diese Ehe auch nicht klappte. Da ich nicht allein sein konnte und wollte, lernte ich wieder einen Mann kennen und heiratete ein 3. Mal. Ich entschied, ihm meine Vergangenheit zu erzählen. Und er wollte mich trotzdem heiraten. Doch ziemlich bald merkte ich, dass ich wieder Abstand von Bernd nahm. Ich suhlte mich im Selbstmitleid und habe gedacht, fängt das jetzt schon wieder an? Meine Kinder, die taten mir so leid. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Doch eines wusste ich. Scheiden lassen wollte ich mich nicht noch einmal. Und ich entschied mich, wieder in eine Gemeinde zu gehen. Und Bernd ging mit. Eine Frau aus der Gemeinde hat mich zu einer Frauenkonferenz angemeldet. Und ich wollte erst nicht. Aber dann sagte ich, ja, ich werde dahin fahren. Ich war ganz schwarz gekleidet, hatte lange schwarze Fingernägel. Ich war aggressiv und total negativ eingestellt. Ich fiel da schon sehr auf. Und als dann ein Aufruf kam, wer möchte Jesus wieder neu begegnen? Wer möchte wieder neu kennenlernen? Da ging ich tatsächlich nach vorne. Das war eine tolle Erfahrung, Gottes Liebe wieder so zu spüren. Mir liefen so die Tränen runter und ich war von Gottes Liebe so begeistert. Als ich wieder zu Hause war, war ich schon ein ganz anderer Mensch. Ich las die Bibel und betete viel und Gott zeigte mir das Wort über Vergebung. Oh Mann, ich wollte doch mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben. Und jetzt sagt Gott zu mir, Esther, ich möchte, dass du zu deinem Vater fährst und ihm vergibst. 2 Jahre habe ich Gottes Regeln ignoriert. Die Ehe war aber wieder in Gefahr. Also habe ich mich aufgemacht und fuhr zu meinem Vater. Das war schrecklich. Ich hatte so ein Lampenfieber. Aber als ich vor seiner Tür stand, war ich erstaunt, wie ruhig ich war. Papa, du hast mich sexuell missbraucht. Du hast meine Seele getötet und mein ganzes Leben ruiniert. Aber hier und jetzt vergebe ich dir. Wow, das tat gut. Denn jetzt war nicht nur ich frei, sondern auch mein Vater, den ich durch meine Unvergebenheit gebunden hatte. Das war ein super tolles Gefühl, jetzt frei zu sein. Als ich dann nach Hause fuhr, fühlte ich keinen Hass, keinen Schmerz, keine Bitterkeit in meinem Herzen. Das tat so gut. Ich war so frei. Und dann sagte Gott zu mir, Esther, ich möchte, dass du das weitererzählst, denn Vergebung ist der Schlüssel zur Freiheit. Ich war so glücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Missbrauch zum Guten wenden kann. Und ich sagte dann zu Gott, mit dem größten Vergnügen werde ich das weitererzählen. Und ich fing auch sofort damit an. Ich wollte eine Oase, einen Ort, wo Frauen über ihre Verletzungen reden können, über ihren Missbrauch, über ihre seelischen, körperlichen Verletzungen. Einfach ein Ort, wo sie sich wohlfühlen und angenommen fühlen.
Jetzt leite ich seit einigen Jahren eine Frauen-WG, eine christliche Frauen-WG, wo Frauen über ihre Verletzungen, ihren Kummer, über alles reden können. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Gott ist so wunderbar. Er hat mich geheilt, mein Leben vollkommen wiederhergestellt. Und das möchten wir diesen Frauen vermitteln. Und ich bin Gott so dankbar und ich diene ihm so gerne. Danke, Jesus!